Ja, das war doch irgendwie ganz schön, oder? Ich fand es sehr schön. Carsten, du kommst aber auch mit. Wir wollen noch alle ein bisschen beisammen sein. Die Vereinsanlage des TC Gartenstadt lag am Fuß einer Anhöhe im Süden von Dortmund. Es gab dort 6 Aschenplätze, die von Rhododendronbüschen, Kastanien und einem angrenzenden Wald umgeben waren. Das Vereinsheim befand sich im Erdgeschoss eines weißen, etwas heruntergekommenen einstöckigen Jugendstilhauses. Die Fenster des ersten Stockwerks waren mit Brettern vernagelt und von Efeu und Moos bewachsen. Der Verein hatte das Gelände von Baron Mayborg gepachtet, der oben auf der Anhöhe in einem kleinen Schloss aus der Renaissancezeit residierte. Ja, da sind wir nun also alle. Ich begrüße euch als Präsident zur Saison 2001 beim TC Gartenstadt. Einige von uns sind ja heute schon wegen eines etwas unschöneren Anlasses zusammengekommen. Auch ich bedauere den Tod von Rolf Grund und ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass ich ihn sehr gemocht habe.